Herzlich willkommen, Herr Bernhard. Sie sind Vorstand Personal bei Bilfinger und haben uns freundlicherweise heute auch mit einem Erfahrungsbericht innerhalb des Konferenzprogramms unterstützt. Sie haben ein Compliance-System bei Bilfinger eingeführt. Was waren die Herausforderungen und wo stehen Sie heute? Ja, die größten Herausforderungen waren, im Unternehmen eine Kultur zu etablieren, die nachhaltig dem Thema Integrität den Stellenwert verleiht, den es verdient. Die größte Herausforderung war, wie immer als Personaler, die Menschen, sozusagen die richtigen Menschen zu identifizieren, mit denen man das Thema nach vorne tragen kann, und die Menschen zu identifizieren, die das Thema nicht nach vorne tragen werden, sprich personelle Konsequenzen zu ziehen. Zweite Herausforderung war, natürlich auch insgesamt Prozesse zu etablieren, die es ein robustes System machen und damit zum Teil unabhängig von handelnden Personen, sodass man wirklich ein System etabliert hat, was sicherstellt, dass Compliance-Verstöße identifiziert werden und abgestellt werden. Ich habe mir auch behalten, dass Sie von einer Compliance-DNA gesprochen haben, die Sie aus dem vom Management über alle Konzernstrukturen, Ebenen, Bereiche eben auch installiert haben, dass Sie Compliance als Wettbewerbsvorteil, das hat mir sehr gut gefallen, dargestellt haben. Warum Wettbewerbsvorteil? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich schlage mal den Bogen zu dem Thema Arbeitssicherheit. In der Industrie, in der wir tätig sind, wird von allen unseren Kunden sehr stark auf das Thema Arbeitssicherheit geguckt. Also es kommt von außen, von den Kunden. Genau, von außen, von den Kunden. Und nur wenn man nachweisen kann, dass man bei dem Thema Arbeitssicherheit keine Konsequenzen zieht, beziehungsweise kompromisslos ist, wird man bei vielen Ausschreibungen überhaupt berücksichtigt und von vielen Kunden überhaupt angefragt. Und da haben wir die Analogie gebildet zum Thema Compliance, was auch überall immer mehr kommt, dass nur wenn man einem Kunden nachweisen kann, dass man ein robustes, nachhaltiges Compliance-System etabliert hat, dass man dann überhaupt berücksichtigt wird bei Ausschreibungen. Das hat nachhaltig natürlich geholfen, in der Akzeptanz zu sagen, wie beim Thema Arbeitssicherheit ist das Thema Compliance im Wettbewerb extrem wichtig und sichert uns einen Wettbewerbsvorteil. Verstanden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Beantwortung der Fragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute noch bei Bilfinger und ich hoffe, wir sehen uns hier auch immer wieder. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.